wunderschönen guten Tag. Lange hat es gedauert, jetzt bin ich wieder da. Heute V8. Da ist er. Da haben wir ein kleines Problem. Da stand eine Einspritzdüse offen und dann hat es furchtbar geknallt im Motor. Es klapperte und da wir alle wissen, Flüssigkeiten können wir nicht verdichten, da ist irgendwas kaputt gegangen. Das ist ein Auto von Lukas, den haben wir heute auch hier. Moin. So, der Lukas, der hatte Bock dabei zu sein heute und wir werden heute mal hergehen und zerpflücken den Motor, gucken uns ein paar Dinge an und dann schauen wir mal, was da so passiert ist. Pass auf, also du hast mir gesagt, du warst mal an der Ansaugluke dran. Genau, wollte die neu abdichten, weil er Falschluft gezogen hat. Zusammengesteckt, startet, lief nicht richtig. Ja, und wahrscheinlich dann beim Zusammenbau Einspritzdüsen irgendwie 20 Jahre alt, nicht geschlossen, offen gestanden. Ja. Zylinder geflutet. Man muss dazu sagen, das ist ein Auto, was auf Gas läuft. So, und auf Gas ist das Problem, die Kamera, die war weg. Ich fange wieder von vorne an. Man muss dazu sagen, das ist ein Auto, was auf Gas läuft. Und also der Effekt, dass da Einspritzdüsen mal offen stehen, hast du meistens bei Gasfahrzeugen. Weil natürlich, wenn du nur auf Gas fährst, ne, die Einspritzdüsen sind auch mechanisches Bauteil. Und dann hast du das Problem, irgendwann klemmen die. Weil wenn du im Gasbetrieb fährst, arbeiten die Düsen nicht. Logisch. Ja, und das fällt dann alles fest. Du hast den Wagen aber auch vor kurzem gekauft jetzt, ne? Also hast du noch nicht so lange. Nee. Vorher ein 728 besessen, dann gesagt, ihr habt ein 30 cooles Auto, der war so ein bisschen Buchhalter, kleiner Motor, wenig Ausstattung, verkauft. Und dann dachte ich mir, ja, dann holst du dir mal einen großen Motor, bevor man den Sprit gar nicht mehr bezahlen kann, ein bisschen mehr Ausstattung. Ja, vor allem, wenn es noch mal gibt, ne? Ja, genau, ja. War wohl die Fehlentscheidung mit dem Kleinen, die Probleme gehabt, mit dem. Ja, du hast halt so schön gesagt, übertrieben gesagt, also wir werden Blender. Ja, das Auto sieht gut aus, aber da sind ein paar Sachen dran. Was hat der Verkäufer denn zu dem Motor gesagt? Kette ist gemacht worden, Ventildeckeldichtung, aber wie man hier sieht, auch schön alles, ne? Ja. Glänzend in Rot, rum. Schön Dirko wahrscheinlich. Ja, nicht nur da, ja, überall. Das was überall. Ich bisher so überall sehen konnte. Ne? Also man sieht hier erstmal hier das ganze Rumgekleister an, ne? Und auch hier. Genau, auch die Zündkerzenschächte stand auch Öl drin, also scheint der ja nach innen vernünftig auch nicht abzudichten. Das Problem, was man nämlich hier hat, das siehst du hier so, wenn du mal hier rumkommst, hier gehört gar nichts dazwischen. Wenn ich gleich einen Ventildeckel abgebaut habe, dann kann ich dir genau auch zeigen. Hier gehört keine Dichtmasse zwischen. Ja, du hast hier eine Fuge drin. Ja, das Problem ist, wenn du hier was reindrückst, klar, das presst sich irgendwo raus. Aber guck mal hier, in dem Bereich siehst du, der Ventildeckel liegt gar nicht richtig auf. Mhm. Und das Problem, was du dann hast, hier liegt er nicht auf, da liegt er auf. Der Ventildeckel, der wird krumm. Ja? Und so ein Deckel kostet aktuell, glaube ich, 550 Euro. Schnapper. Einer. So, dann haben wir da wieder, ne, richtig ordentlich von dem Zeug mal kleben, ne, auch hier Dirko überall, hier oben, da unten hängt es auch raus und an der Ölwanne auch, ne, da drückt sich das schon raus, also da hat sich einer mit dem Dirko oder Silikon oder wie man das an nennt, der hat es ja da richtig ausgetobt. Ne. Dann habe ich gesehen hier eine Kurbelrosenbelüftung, das Schläuchchen, ne, das ist auch schon marode, da. Das ist schon alles rissig. Da kannst du natürlich auch dieses ganze Auf und Ab der Ansaugbrücke, der natürlich so den letzten Rest bekommen hat. Ne? Wir machen jetzt folgendes. Jetzt rupfen wir den Motor mal auseinander, nehmen die Deckel runter, nehmen die Köpfe runter und dann gucken wir uns einmal nachher an, wenn wir dann alle Lager los haben. Ah, klar, Lager, was da passiert ist, und Pleuel. Weil wenn du Pech hast, ist ein Pleuel krumm. Ja, wenn ich Glück habe, ist es nur das Pleuel und nicht die Zylinderlaufbahn, ne? Mit Alusil. Wenn du richtig Pech hast, also ich habe, was ich einmal schon gehabt habe, ist, dass die Laufbuchse geplatzt. Dann haben wir Patsch gemacht und dann war hinüber. Ja, dann legen wir jetzt los, nehmen das Ding auseinander und der Niklas macht nachher einen Zeitraffer daraus. Ne? Schön.
So, und das ist geil. Also, Vorbesitzer sagte, Kette wäre gemacht. Und dann sind wir ja gerade schon auf den Dekokram eingegangen hier. Das Geile ist, hier haben wir drei Sachen. Deko ist das Rote. Silikondichtmasse in Schwarz und Hylomar in Blau. Dreifach Dichtmasse. Viel empfehlen, ne? Boah, guck mal, wie viel. Guck mal hier. Und das ist Hylomar, ist ein Sauzeug, ne? Das kriegst du nicht ab. Das ist schon Hammer. Das ist echt eine coole Nummer. Probieren, ey. Auch nicht fest. Wie sieht das mit der Warnos aus? Ich habe jetzt mal mit einem, sag ich mal, relativ bekannten Warnos-Instandsetzer und... Warnos-Schmiede? Warnos-Schmiede? Ja, V-Schmiede, genau. Kannst du nicht. Ich wusste nicht, ob du hier die Namen erwähnen wolltest in dem Video. Deswegen. Das ist egal, schneiden wir entweder. Hier ist auch wieder eine falsche Scheibe drunter. Mhm. Für 3,99, sagt er. Also einschicken. Ist okay. Für beide. Ja, ja. Klar. Ist völlig okay. Weil das will ich auch machen, ne? Was sagst du zu den Ventilen hier? Neu. Auch neu? Ja. Geht das Zubehör oder muss original sein? Ich würde original nehmen. Die kosten zwar 150 pro Stück. Ja, aber die würde ich original nehmen. Also es gibt einige Sachen, die kannst du echt guten Zugehör nehmen, ja. Gut, bisher habe ich nichts gehört. Aber alle Sensoren natürlich original, BMW, Nockenwelle, Kurbelwelle. Egal, was du da nimmst, ob Heller oder Bosch oder wie auch immer. Nee, du kannst sie nehmen. Nee, sagen alle, hast du trotzdem Verlauf. Das ist Quatsch. Ja, das ist Quatsch. Also hier so Klopfsensoren, Nockenwellensensoren und Kram, kannst du wirklich gepflegt auf dem Zubehör nehmen. Allen, sag ich mal, Foren. Nockenwelle, ja. Hast du immer Palaver mit Zubehör, immer. Egal was. Ich bin ganz ehrlich, Forum. Ja, klar. Halte ich mich raus. Frage, also ich lese hier und da mal was, ja, aber ich äußere mich nie dazu. Das Problem ist, dass es das Telefon klingelt. So sollte das nicht aussehen. Und, wie der Lukas gerade schon sagte, das Witzige ist, ne, was hast du gesagt, viel hilft viel? Nein, hilft nicht. Denn das hat so gut abgedichtet, dass wenn du hier reinguckst, haben wir irgendwo eine Lampe, warte, nehmen wir mein Taschenlämpchen, dass die ganzen Kerzenschächte voller Öl stehen. Und hier haben wir auch wieder nur eine Zweifachmischung. Hier haben wir Silikon, Schwarze und Deko. Ja, da ist Deko und da ist es Schwarz mit Deko gemischt. Also da hat auch nicht einer wirklich sauber gemacht. Und guck mal hier. Wenn du davon genug im Motor hast, saugt er sich das schön an. Das ist das siebte Pumpe dicht. Ja, da guck mal, also gucken wir gleich nach. Ob wir das sehen, ob da vielleicht schon was drin hängt. Bin mal echt gespannt. So, dann haben wir Kettendeckel runter. Und dann rufen wir den ersten Kopf runter. Und dann den zweiten. Und dann Ölwanne ab. Und dann gucken wir mal, was wir da so finden.
mal zu machen. Oh, das sieht aber scheiße aus. Guck mal, was da drin lag. Das ist Plastik oder sowas. Isolierung oder was? Da müssen wir gleich mal gucken, wo das herkommt. Aber. Ich meine, was kein Metall. Das ist jetzt nicht toll, ne? Ja, gucken wir gleich mal, ne? Ziehen wir gleich mal die Korken raus. Alter. Guck mal, hat den Kolben da unten schon sauber gewaschen. Hier hängt auch noch so ein Brocken drin. Pass auf, ich drehe den mal anders rum. Und da. Das scheint Kunststoff zu sein, ne? Das ist Plastik. Hier auch. Oh, jetzt haben wir ja. Ist das von Kabelbaum. Nockenwellen? Klopfsensor mache ich? Nee, die sind nicht kaputt gewesen. Also jetzt nicht mechanisch beschädigt, aber. Die stand, guck mal, hier unten hat er schon angefangen, alle sauber zu waschen. Da stand eine Menge Sprit drin. Also. So. Ah, oh, guck mal. Ja, was haben wir da Feines drauf? Guck mal da. Ist das Führung? Alter, guck mal, was hier alles sind. Oh. Ja, regelmäßig. Der ist gewartet. Aber. Guck mal hier. Oft Ölwechsel bekommen. Ne? Mhm. Boah. Dass da überhaupt noch Öl oben ankam, ne? Aber ist das von der Schiene? Das könnte eine alte Schiene sein. Aber guck mal, was da alles drin ist. Ja, die ganzen anderen kleiner. Guck mal hier. Dass der überhaupt noch gesaugt hat, ne? Alter Vater. Das ist dicht. Das ist Gleitschiene. Alter. Guck mal, ob ich das hier rausoperiert kriege. Ja, Kauf von dem deutschen Vorrentner. Das sagt alles nichts. Ne, denkst du? Ich glaube nicht mal, aber das Ding. Warte mal, das finde ich jetzt komisch. Pass mal auf. Guck mal, ja. Wir gehen jetzt mal, wir nehmen es einfach, wir ignorieren jetzt mal hier die Stücke drin, ja? Mhm. Was fällt dir auf? Dass das Sieb nicht bündig ist? Nee. Also, dass die. Nee. Da ist eine Delle drin. Achso, ja gut, das sehe ich jetzt. Ja, jetzt halt so ja. Unten. Und ich kann auch genau sagen, warum. Warte, ich guck mal hin. Hab ich das eingefangen bekommen? Jo, sieht man. Guck mal hin. Aufgesetzt? Aufgesetzt. Guck mal, hier geht komplett im Eimer. Eingedrückt. Und das, ja, guck, das ist genau da, wo die Ölpumpe ist. Guck hier, hier ist die Beule. Da, ne? Drehe ich das um. Siehst du? Ja, das Ding ist ja nicht mal tiefer. Wie hat der das Ding geschafft? Oder einer der Vorbesitzer, ich will jetzt hier keinem was unterstellen. Ne? Ja, sieht man super hier die. Siehst du, ne? Die Halfpumpe. Hier auch, guck mal da, auch. Da ist die auch verformt. Wer also, hat der das denn geschafft? Irgendwo ist da irgendjemand mal irgendwo rübergefahren. Aber das hier, ne, ist natürlich schön. Regelmäßig Spülwechsel gemacht. Ja gut, pass auf. Ich glaube, da kann man dem Besitzer vielleicht nicht mal einen Vorwurf machen. Ich habe in meinem Kanal, ich habe vorher jemanden von Valvoline hier gehabt, dann sind wir auf das Thema eingegangen, was Öle, Ölwechsel, Longlife, Tralala angeht. Wenn du jetzt ein Longlife-Auto hast, der Kunde verlässt sich darauf. Ja? Aber ich bin dann auch schon eingegangen, ne? Die Leute, die fahren ganz wenig, ja? Weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Kilometer im Jahr, 30.000 Kilometer Intervall, kein Problem. Alle Lampen sind ja noch an, ne?
Was viele aber nicht berücksichtigen, ist Bioethanol im Kraftstoff. Pflanzlich, ne? So, dann hast du, also Bioethanol, das wird nicht verbrannt, das setzt sich im Öl ab. Greift das Öl an. Dann durch Kühlstrecke Kondenswasseranteil, greift das Öl an. Und dann entsteht so ein Scheiß. Ja, und schön fettes Gemisch, ne, immer beim Kaltstart, schön viel Sprit. Restkraftstoff, genau. Ja. Ja, das kommt alles dazu und dann hast du sowas. Was ich aber interessant finde, ist auch wieder hier unten, ne? Guck mal hier in der Deko-Party. Das wundert mich, dass davon gar nichts. Ja. Das wundert mich, dass davon nichts in dem Sieb hängt, ne? Sondern tatsächlich. Ja, vielleicht finden wir ja noch was. Aber guck mal. Ja. Ne? Freut mich. Und ich schwöre dir, ne? Hab ich dafür bezahlt, hab ich viel Geld. Jetzt pass auf, ich schwöre dir. Wo die Kette gemacht wurde, ja, haben die große Ölwanne nicht abgehabt. Weißt du warum? Das Deko klebte nur vorne. Es klebte nur hier. Ich wette, hier hinter ist nichts. Würde ich drauf wetten. Aber Ölpumpe, die kann schon mal wegtun. Das war's. Na, meinen ersten Kollegen. Gucken wir mal. Oh, da ist schon die ganze Beschichtung weg. Ja, hier ist es. Alles weg. Siehst du das hier? Mhm. So, du hast hier normalerweise eine Beschichtung an Kolbenhemd. Am Kolbenhemd, da ist gar nichts mehr. Ölverbrauch muss er auch guten gehabt haben. Weil der Kolbenring, also der untere hier, der Ölabschleifring, der ist fest. Guck mal. Kann ich gar nicht bewegen. Wie gesagt, so viel bin ich ja persönlich damit noch gar nicht gefahren. Ja, aber siehst du, ne? Ja, klar. Ist fest. Der streift gar nichts mehr ab. So, jetzt gucken wir das Wichtigste mal an. Sag mal, Funzel. Danke. Oh, der ist gekippt. Guck mal. Ja. Da oben ist er angeschlagen. Der hat auch schon geschrobelt, siehst du? Mhm. Hier oben ist er angeeckt. Der hat so einen auf den Deckel gekriegt. Das sieht nicht gut aus. Akku von der Kamera war leer. Jetzt muss man aufs Handy umswitchen. Ich bin jetzt gerade dabei, den nächsten Kolben hier rauszuholen. Aber das sieht alles nicht toll aus. Da hängt so viel Ölkohle drin in dem Ding, das ist irre. Ja, guck, auch nichts mehr da. Und hat er schon gehobelt. Auch fest. Sorgen hier. Und du siehst auch, der hat schon gefuttert hier, ne? Siehst du die ganzen Riefen hier? Ja, aber alles hier gibt es quasi keine Chance, ne? Also beziehungsweise nicht, dass es wirtschaftlich ist, ne? Das Problem ist, das nennt sich das Aluminium-Silizium-Kristalle. Also du hast hier Siliziumkristalle, die genau das Verfahren, bin ich jetzt ehrlich, bin ich nicht mehr drin. Also das ist zumindest ein Material, das kannst du nicht holen. Ja, du kannst ja, irgendwie aufgeätzt oder sowas, ne? Ja, das wird ausgeätzt, genau. Die Oberfläche begätzt, dann werden diese Siliziumkristalle freigelegt. Ja, und das Öl kann sich da einsetzen, damit das alles schön geschmeidig ist. Ne? Das ist ultra leicht und das ist halt auch sehr empfindlich. Ein kleiner Dreckpopel, hast sofort eine Macke in der Laufbuchse.
gibt zwei Möglichkeiten. Drei. Es gibt die Möglichkeit, natürlich, klar, man kann halt ein bisschen holen und dann gibt es Betriebe, die da Nikasil drauf machen. Ja, das wird aufgedampft oder so, Nikasil, und dann kannst du Nikasil auch wieder holen. Ja, das ist die eine Möglichkeit, kostet man schweinemoos. Ja, dann kannst du natürlich hergehen und habe ich noch nie erwähnt, gucke ich aber gerne zu, macht ja ganz viel Supi-Performance. Ne, der geht zum Beispiel, kennst du bestimmt auch, ja, der geht bei vielen Motoren ja hin, bohrt oder fräst das auf, neue und Boxen, kommen da Büchsen rein. Ja. Kostet aber mit Sicherheit auch nicht 350 Euro. Ja, andere Alternativen sind immer Block, also ganz ehrlich, dieses Ding ist tot. Toll ist das nicht. Wir ziehen jetzt mal den Rest da raus und dann melden wir uns gleich nochmal. Bis gleich. Mhm.